Und bei meinem Teil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handcook & Grill. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ihr seht es in den Bildern, ich war unterwegs im Revier und ich habe auch vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen schon ein Video gepostet von einer kleinen Revierrundfahrt im Winter. Und es war eine der wenigen Tage, in denen wir wirklich Schnee hatten und wo der Schnee auch über Nacht liegen geblieben ist. Und ich möchte euch einfach begeistern mit diesen spannenden Bildern hier aus dem Revier, diese tolle Winterlandschaft. Und in dieser Zeit lässt sich das Rehwild einfach super gut beobachten. In diesem Vlog geht es um ein paar Bilder aus meinem Jagdalltag. Es geht um einen Hegeabschuss und das war richtig schwere Arbeit für mich und meine Jagdkameraden. Aber dazu später mehr. Außerdem nehme ich euch mit auf eine Drückjagd. Und es ist für mich immer ein persönliches Highlight, nach Ennepetal zu kommen. Es macht immer unglaublich viel Spaß. Es ist eine tolle Gemeinschaft und man muss einfach sagen, eine top organisierte Drückjagd gewesen. Es war die einzige Drückjagd in dieser Jagdsaison. Aus zeitlichen Gründen habe ich einfach nicht mehr geschafft. Die Gelegenheiten waren da, aber manchmal passt es einfach nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei den Bildern. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Ich wünsche euch jetzt alles Gute für die kommende Jagdsaison. Macht's gut, weit mein Heil und bleibt mir treu. Ja, hallo und Waldmanns Heil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handcook & Grill. Ihr seht das schon heute in einem etwas ungewöhnlichen Aufzug. Aber wir sind angerufen worden von Landwirten, dass sich hier vor mir auf der Fläche ein krankes Stück Rehwild befindet, beziehungsweise ein Rehbock oder ein anderes Stück. Wir wissen es gar nicht genau. Das hat wohl die Vorderläufe kaputt. Und ich habe mich jetzt hier einfach mal an so ein kleines Feldgehölz gesetzt. Ihr seht das hier im Hintergrund. Und warte jetzt einfach mal, was passiert. Das ist Blattzeit. Und den Rehbock will ich mir anschauen. Tierschutz ist wichtig und eben auch die Aufgabe des Jägers, krankes Wild zu erlösen. Ich habe hier auch schon mal auf diesem Kanal einen Hegeabschuss gepostet. Das verlinke ich euch jetzt mal hier irgendwo in die Ecke rein. Das war ein krankes weibliches Stück mit einer Amputation des Vorderlaufs. Und das ist ja nicht unbedingt sehr schön, weil meistens ist es auch so, dass eben das Wildbret nicht zu verwerten ist. Und das ist eben halt sehr schade. Aber wir wollen einfach mal abwarten, was sich hier oder welche Situation sich hier darstellt und was hier heute Abend noch so passiert. Also drückt mir die Daumen, bald mein Teil. Und jetzt gucken wir mal, was hier so geht. Soweit diese Anmoderation. Eigentlich sollte das Ganze der Auftakt zu einem kurzen Film werden. Die Vorstellung oder die Idee war eigentlich relativ einfach. Gut getarnt an der Fläche ansitzen, wo der Bock mehrfach gesichtet wurde, in der Blattzeit darauf hoffen, dass er auf das Blatten reagiert und nah genug rankommt, einen sicheren Schuss antragen und abends wieder zu Hause sein. Das hat aber leider nicht funktioniert und ihr werdet in den folgenden Bildern noch sehen, dass die Jagd auf diesen doch recht heimlichen Rehbock durchaus sehr anspruchsvoll war und es bedurfte mehrere Ansitze von mir und meinen Mitjägern, bis wir diesen Rehbock erlegen konnten. Thank you.
An diesem Abendansitz hatte ich Unterstützung durch meinen Vater. Mein Vater war schon oft mit auf die Jagd gekommen und wir hatten auch schon einmal gemeinsam Jagderfolg auf einen Rehbock. Bereits beim Angehen konnten wir wild in Anblick bekommen, das auf der Fläche vor uns stand, und wir bewegten uns also langsam auf die Kanzel, die bereits am Tag zuvor mit Jäger dort hintransportiert hatten. Ja, an dieser Stelle danke an Manfred und Sebastian. Und bereits nach kurzer Zeit konnten wir ja den besagten Bock ausmachen, der auf der angegebenen Fläche austrat. An eine Schussabgabe auf den besagten kranken Bock war in dieser Situation nicht zu denken, denn im Hintergrund befand sich eine Hofstelle und dort verbietet sich einfach ein Schuss auf dieser Entfernung, weil die Hinterlandgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Wir hofften, dass der Rehbock noch weiter auf die Fläche zieht, aber das tat er auch nicht, denn dieser Rehbock setzte unsere Hoffnung ein jähes Ende. Gemeinsam mit meinem Vater versuchte ich an einem anderen Abend mein Glück. Zuvor hatten bereits Mitjäger die Kanzel wieder ein wenig bewegt und hatten in mehreren Versuchen es nicht geschafft, den Rehbock zu erlegen. Das ist einfach nur mal Pech. Mal zeigte er sich, mal war er an einer völlig anderen Stelle. Ja, und so war es eigentlich ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, ohne dass jemand von uns wirklich zum Erfolg kam. Auch an diesem Abend hätten wir Jagderfolg haben können. Ich hätte einen Spießer erlegen können. Aber wir entschieden uns, den Finger gerade zu lassen, um nicht unnötig die Fläche zu beunruhigen. Und wir hatten immer wieder die Hoffnung, dass der Bock an passender Stelle austritt. Aber leider Fehlanzeige. Und mein Banzai, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handcook and Grill. Ja, wir sitzen ja jetzt schon seit geraumer Zeit auf diesen kranken Bock an. Ich habe ihn
jetzt schon einmal gefilmt und auch meine Jagdkameraden haben ihn ein paar Mal gesehen. Und es war immer zu weit und wir konnten auch nicht sicher schießen, weil hier ein Hof im Hintergrund ist. Und jetzt hat einer unserer Mitjäger einfach mal die Kanzel an den Hof gestellt. Und ich hoffe einfach, dass das von der Witterung passt und der Bock sich heute Abend nochmal hier an gewohnter Stelle zeigt. Und wir diesen Bock erlösen können. Also der ist von Anwohnern auch schon mehrfach gesehen und gesichtet worden. Außerdem ist Jagdzeit auf Schmalreh und Kitze. Und vielleicht habe ich da auch die Möglichkeit, hier läuft noch eine Ricke mit zwei Kitzen, wobei eins deutlich schwächer ist. Und vielleicht klappt das auch. Wir schauen einfach mal. Mal gucken, drück mir die Daumen. Auch dieser Abendansitz verlief ohne Jagderfolg. Dieser Bock war einfach zu gerissen, wir waren zu ungeschickt, keine Ahnung. Auch unsere Mitjäger hatten keine Chance bisher gehabt, den Rehbock zu erlegen. Also ging es an einem anderen Tag wieder auf den Ansitz, und zwar diesmal früh am Nachmittag. Ich entschied mich, den vermeintlichen Einstand mit einer kleinen Beunruhigungsaktion so zu beunruhigen, dass ich vermeintliches Rehwild aufscheuchen konnte, und das hat auch funktioniert. Während ich durch das kleine Gehölz lief, sind vor mir drei oder vier Stücke Rehwild abgesprungen. In den folgenden Bildern seht ihr gleich das abgesprungene Rehwild. Ob der kranke Bock dabei war, kann ich bis heute nicht sagen, aber dieser doch recht ungewöhnliche Ansitz sollte mir Erfolg bescheren. Ob ich den Rehbock bei meiner kleinen Beunruhigungsaktion auf die Läufe gebracht hatte und er an diese Schilfinsel geflohen ist, konnte ich gar nicht sagen, aber auf einmal stand er da. Wie von Geisterhand, er stand einfach da.
Ja, ich konnte diesen kranken Rehbock erlegen. Ihr habt es auf den Bildern gesehen. Der Vorderlauf, der rechte Vorderlauf ist total deformiert. Man kann das hier sehr schön erkennen im Vergleich zum linken Vorderlauf. Und hier wieder am Gelenk verwachsen. Also der Bock hat mit diesem Lauf nichts mehr machen können und ist im Prinzip auf drei Beinen unterwegs gewesen. Und das gehört alles der Stadt bis hier vorne runter. Und wir haben die kompletten Buchen hier gerichtet. So, Olli, was machen wir denn jetzt? Ja, wir fahren jetzt mal wieder wie jedes Jahr Absperrungen machen. Achtung Jagd. Damit wir morgen unsere Ruhe haben. Ich sag jetzt mal wahrscheinlich. Aber es gibt immer Leute, die sich dann doch noch ins Treiben verirren. Ja, die halten sich grundsätzlich manchmal nicht daran. Tag, danke. Und ja, dann hast du so Leute da rumlaufen. Und die wollen mal gucken. Die wollen mal gucken. Schönen Dank für die Einladung. Gerne. Die Drückjagd in Ennepetal bei meinem Freund Dirk zeichnet sich einfach durch ganz einfache Dinge aus. Das eine ist eine Top-Organisation, das nächste Top-Revierfahrzeuge, eine Top-Verpflegung, eine Top-Stimmung, eine Top-Treiberwehr, Top-Mitjäger und natürlich auch am Ende ein super Schüsseltreib. Also in deine Richtung. Ich lasse den ja mal gucken. Das ist genau der Eindruck. Alles dokumentiert hier. Kommt keiner ungeschoren davon. Ja, Günther, weit mein Teil. Ich hatte bei dieser Drückjagd wirklich einen super Stand. Erstens konnte ich richtig gut sitzen, zweitens konnte ich auch richtig gut filmen. Wäre da nicht dieser Regen gewesen? Der Regen hat mich einfach dazu gezwungen, irgendwann die Kamera einzupacken, weil es wirklich ja, in Strömen geregnet hat. Es war ein bisschen Schneeregen dabei und mein Anblick des Tages war scheibenbreit leider nicht mehr im Sicherheitsbereich, sodass ich auch hier nicht schießen konnte. Ihr seht das gleich in den Bildern. Das Tal, in dem wir uns befinden, ist ein Naherholungsgebiet und hier ist natürlich diszipliniertes Schießen erforderlich, weil ihr werdet gleich auch sehen, trotz Absperrung, trotz aller Vorkehrungen verirren sich immer wieder Leute ja, in die Drückjagdkulisse und das ist natürlich gefährlich, wenn man sich nicht an die Sicherheitsabstände hält und deshalb war für mich völlig klar, dass ich das Wild, was vor mir über die Fläche zog, hinter den ja, Sicherheitsmarkierungen nicht erlegen konnte. Es handelte sich um einen Rehbock, um eine Ricke mit zwei schwachen Kitzen. Ich hätte es gerne erlegt, aber es passte einfach an diesem Tag nicht. Umso mehr freute ich mich dann auf einen schönen Abend mit den Jagdkameraden und auf ein schönes, ausgiebiges Schüsseltreiben. So, meine Damen und Herren, hallo. Die beste Drückjagdverpflegung ja, überhaupt. Ja, genau. Sicher.
Mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar und ein Abo von diesem Kanal. Macht's gut und Weidmannsheil.